Die Sonne lacht vom Himmel und dieses Lachen wird unserer lieben Sonne in den nächsten Tagen auch nicht vergehen. Ja, es wird jeden Tag heißer und heißer und jetzt mischen sich aber schon ein paar Wolken dazu. Das heißt, Sonne und Wolken sind wirklich im Wechselspiel, aber das macht den Temperaturen eigentlich gar nichts. Die bleiben in den nächsten Tagen weiterhin beständig. Also zwischen 20 und 30 Grad kann es in Gesamtösterreich bekommen, erst zum Wochenende. Ende hin sind dann einige Störungseinflüsse durch Regen und Gewitter zu erwarten. Ja, wir sind wirklich gesegnet hier in Österreich mit diesem tollen Wetter. Diese frühsommerlichen Temperaturen, die lassen ja wirklich schon jetzt Mitte Juni auf einen wahren Rekord hindeuten. Das heißt, ein nächster Rekordsommer steht uns 2019 bestimmt bevor. Ja, zum Wochenende hin, da wird es eben dann einige Sommergewitter geben. Am Freitag wird es noch mal so ordentlich heiß und dann schieben sich bereits die ersten Gewitterwolken über das gesamte Land und zwar vom Westen her. Samstag und Sonntag sind dann sehr durchwachsen. Da kann es sein, dass wir dann doch wieder etwas mehr zu Hause bleiben müssen, eben durch diese Sommergewitter. Aber dann in der nächsten Woche wird es laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik weiterhin sommerlich weitergehen. Ja, und das sind wirklich rosige Aussichten. Man sucht sich dann vor allem in der Großstadt einige Plätzchen, die dann zumindest auch zum Schwimmen möglich sind oder für eine Abkühlung, wie zum Beispiel hier beim sogenannten Badestrand, kann man schon sagen, in der Wiener Innenstadt. Und da ist eine Abkühlung wirklich notwendig, denn bei diesen schwülen Temperaturen, bei diesen schwülen Wetteraussichten, da hält man es ja sonst gar nicht so wirklich aus. Ja, und den Feierabend kann man dann ganz genüsslich entweder am See bzw. hier in Wien auf der Donauinsel genießen oder wie bereits erwähnt, man lässt sich eben ein kaltes Getränk machen und genießt dann so den lauen Sommerabend.